Auftakt in der neuen Bundesliga, die 57. Saison übrigens. Es gibt ein paar neue Regeln. Es gibt auch einen Aufsteiger, bei dem, naja, man geteilter Meinung ist in jedem Fall. Die eine Hälfte eher genervt vielleicht, die andere, die kriegt sich vor Freude kaum ein. Um wen geht's, Tatjana? Um Union, also das gilt hier für Berlin. Klar, die Herthaner sagen so, oh mein Gott, die haben uns noch gefehlt in der Bundesliga. Aber man muss auch sagen, es ist vielleicht auch mal Zeit, dass die Eisernen mitspielen im Oberhaus des deutschen Fußballs. Ist schon ein besonderer Club. Das erste Mal Bundesliga, das erste Mal ganz oben. In Köpenick im Osten Berlins gibt es seit Wochen kaum ein anderes Thema. Die Vorfreude auf die ganz große Fußballbühne, sie ist riesengroß. Das ist das, worauf man jahrelang hingearbeitet hat. Wir wollen auch Siege feiern, wir wollen Erfolge feiern mit der Mannschaft. Der Ostberliner Club, schon zu DDR-Zeiten der andere Club. Unangepasst, aufsässig, eigenwillig. Besonders die enge Bindung der Fans an den Verein. Vor rund 10 Jahren halfen tausende Anhänger beim Stadionausbau unentgeltlich. Anschließend kauften über 5000 Fans Stadionaktien, damit das Stadion nie einen Sponsorennamen bekommt. Passend dazu die Vereinshymne. Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union. Apropos singen. In der Weihnachtszeit sind die Eisernen ohnehin seit Jahren erstligareif. Zum gemeinsamen Weihnachtssingen in der alten Försterei pilgern seit Jahren Zehntausende. Trotzdem bleibt die Atmosphäre familiär und friedlich. Jetzt schnuppert Union Bundesliga-Luft und damit am Millionengeschäft. Trotzdem, Union will so bleiben, wie es ist. Union wird motiviert durch die Fans, durch die ganze Atmosphäre, die sie bisher erlebt hat. Und vor allem stehen wir hinter Union. Ja, es ist natürlich Wahnsinn, dass es doch zur ersten Liga noch gereicht hat, ne? Das Abenteuer Bundesliga beginnt für die Eisernen am Sonntag. Zu Gast kommt mit RB Leipzig gleich ein Club, der nicht anders sein könnte. Klein gegen groß, arm gegen reich. Aber um 18 Uhr steht es 0:0. Dann geht's los. Tja, endlich geht's also los. Heute Abend rollt der Ball wieder. Der deutsche Meister, die Bayern, eröffnen mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die 57. Saison. Erklärtes Ziel der Bayern ist natürlich der 8. Meistertitel nacheinander. Wenn man auf die Trainer schaut, könnte man aber auch sagen, Čović gegen Kovac also. Psychologisches Plus für die Berliner. Von den jüngsten 5 Partien verloren sie nur eine gegen die Bayern. Und damit schauen wir zu Jens Räubert, der steht bereits jetzt vor der Allianz Arena in München. Jens, lass uns vielleicht nicht nur auf Bayern Hertha heute Abend schauen, sondern so ganz generell und allgemein auf die anstehende Saison. Es wird wohl ein Zweikampf werden an der Tabellenspitze. Bayern München gegen Borussia Dortmund, der deutsche Klassiker. Und natürlich, man muss sagen, es könnte einiges anders werden, denn Borussia Dortmund hat diesmal ganz anders als noch im Vorjahr deutlich gesagt, deutscher Meister werden zu wollen. Die Bayern müssen deutscher Meister werden. Das ist ganz klar hier in München die Maxime, insbesondere vor dem Saisonauftakt heute Abend um 20.30 Uhr gegen Hertha BSC Berlin. Es wäre der 8. Meistertitel in Folge für die Münchner. Kovac und all die anderen müssen sich daran messen lassen. Das Wichtigste ist natürlich, dass es ruhig bleibt hier in München. Das liegt nicht zuletzt an Kalle Rummenigge und an Uli Hoeneß, dass man da halbwegs entspannt durch die Saison hindurch geht. In jedem Fall hat man sehr, sehr viel Geld ausgegeben, auch wenn es jetzt nicht zu einem Transfer von Leroy Sané gekommen ist. Bislang ist da reichlich Geld geflossen. Wir können uns das mal anschauen. Wir haben das grafisch vorbereitet, was denn die Top-Transfers dieser Transferperiode sind. Wir fangen an mit Bayern München. Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, beides Weltmeister, beides Franzosen. Wahnsinnig viel Geld, 80 Millionen Euro allein für Hernandez. Ein Rekordtransfer in der Fußball-Bundesliga. Ivan Perisic ist auch gekommen von Inter Mailand als Laie für 5 Millionen Euro. Das ist quasi der Ersatz für Leroy Sané in diesen Wochen und Tagen. Bayer Leverkusen schauen wir uns auch mal an. Hat man auch ungewohnt viel Geld ausgegeben. Kerem Demirbay nämlich ist gekommen von der TSG 1899 Hoffenheim für immerhin 32 Millionen Euro. Und dann natürlich Borussia Dortmund. Die wollen es, die wollen die Bayern ablösen an der Tabellenspitze. Die haben Mats Hummels geholt von den Münchnern. 30,5 Millionen Euro. Thorgan Hazard von Mönchengladbach 25,5 Millionen, genauso wie Nico Schulz von Hoffenheim. Und Julian Brandt, sicherlich auch eine ganz interessante Personalie, der deutsche Nationalspieler, von Leverkusen nach Dortmund gewechselt für immerhin 25 Millionen Euro. Stichwort 2, Klassengesellschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Die verschärft sich wirklich immer mehr. Das sehen wir, wenn wir uns die Marktwerte anschauen auf dieser Grafik. Die Bayern natürlich auf Position 1 mit sage und schreibe 790,4 Millionen Euro Marktwert, gefolgt von Borussia
Borussia Dortmund mit gehörigem Abstand 642,10 Millionen. Dann kommt lange nichts. RB Leipzig auf Platz 3. Und wenn wir uns die untere Hälfte mal anschauen, insbesondere die drei Abstiegsplätze, um es mal so zu sagen, dann sehen wir wirklich, welche Unterschiede es da gibt. Düsseldorf, Union Berlin und Paderborn mit 81, 35 bzw. 24 Millionen Euro Marktwert. Das ist natürlich ein großer Unterschied, der sich da mehr und mehr herausbildet in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber ganz egal, ob Meisterkampf oder eben auch der Abstiegskampf, es wird einiges geboten sein. Spannung pur in der ersten Fußball-Bundesliga. Wie gesagt, heute Abend machen die Bayern den Anfang gegen die Berliner Hertha. Jens, besten Dank.